Der Bankchef Olearius der Warburg Bank ist vor einer Woche ist die Anklage gegen ihn zugelassen worden beim Landgericht Bonn. Übrigens auch so ein Fall, wo die Hamburger Staatsanwaltschaft meinte, da gäbe es ja nicht mal Verdachtsmomente, da muss man nichts machen. Das hat die Staatsanwaltschaft in Köln ganz anders gesehen. Die haben den angeklagt, jetzt steht er in Bonn vor Gericht. Wenn in all diesen Gesprächen jetzt angeblich nicht über die Warburg Bank und die Steuerrückforderungen gesprochen wurde, was ja der Bankchef Olearius in seinem Tagebuch exakt so niedergelegt hat, wenn das dann nicht der Fall war, dann würden wir aber gerne, dass Olaf Scholz uns jetzt mal mitteilt, worüber wurde denn gesprochen? Über das Radwegenetz in Hamburg, über die Fütterung der Schwäne auf der Außenalster oder was sind denn die Themen gewesen? Nein, jetzt sind wir an dem Punkt, wo der Bundeskanzler zu erklären hat, was jetzt Gegenstand dieser Gespräche war.